Das Haus des Regenwaldes. Ein Gedicht von Jürgen Wagner. Vorgetragen von Green World Facts TV. Wie dunkelstill ist es am Boden, der Tapir streift hier ungelogen, durchdickicht schon seit Jahrmillionen, spürt auf die Obst- und Blattvariationen. Der Regen rinnt durchs Blätterdach, Zikaden, Papageien machen Krach, die Luft ist schwül und in den Ästen, da schaut die Schlange nach den Gästen. Darüber in den unteren Bäumen, da liegt ein Ozelot in den Träumen. Wie viele schläft auch er, wenn's tagt, und geht bei Dunkelheit auf die Jagd. Im Dachgeschoss im Regenwald, da hängt im Baum, so ist es halt, ein Faultier, das frisst Früchte, Blätter und hat's gemütlich etwas netter. Noch höher ragen Urwaldriesen und schaffen heiße hohe Wiesen. Dort nisten Aras und Tukane, ein Affe schält sich die Banane. Nur einer hat den Baum verlassen, er war zu schwach und musste passen. Musste fortan in Savannen leben und dort nach etwas Neuem streben. Ganz aufrecht gehen schien nun am besten, so konnte man sehen und auch testen. Was die arme Hände können, sind sie frei von anderen Zwängen. Mit Holz und Steinen konnte man schaffen, erfand das Werkzeug und die Waffen. Auch Feuer lernte man entfachen, das Essen kochen, Töpfe machen. So schritt man langsam weiter fort und kam zu Technik, Kunst und Wort. Zu Viehzucht, Ackerbau und Häusern, man lernte schriftlich sich zu äußern. Der Geist verleiht ihm so viel Macht, dass nun als Mensch auf sich bedacht, kann er sich nehmen, was er will, sein Wachstum steht noch heute nicht still. Er tötet so viele andere Wesen und glaubt sich noch von Gott erlesen. In seinem Wald kehrt er zurück, nicht als Wanderer, Stück für Stück. Zerstört er, was ihm Heimat war, nur für sich selbst ist ihm nicht klar. Dass er das Lebenshaus zersägt, das ihn und alles Leben trägt. Geld regiert die Welt, ob legal oder illegal. Das Roden von Wald gehört sich nicht, denn es ist unserer aller Lunge. Und wenn sie nicht mehr da ist, sind unsere Tage ebenfalls gezählt. Viel Wald wird geholzt, um Futter für Tiere anzubauen, Platz für Viehweiden zu schaffen oder Palmöl anzubauen. Ich habe zu diesem Thema bereits schon einmal ein Video gemacht. Schaut es euch gerne an. Und freut euch auf das morgige Video.